Hallo, Udo. Hallo. Hallo. Ganz kurz, es geht eigentlich um die Frage der Unterschied zwischen Geist und Persona. Also ich merke, dass ich mich schwer tue mit dasjenige, was du gesagt hast, nämlich, dass eine Person, die ich mir ausdenke, dass die keine Gefühle hat. Ich merke, dass ich das als eine Denkmöglichkeit annehme, dass ich aber keinen Beweisgrund finden kann dafür. Was will ich damit sagen? Das stützt eigentlich auf zwei Sachen. Einerseits, dass ich mich schwer damit tue, Signale wie Tränen oder andere Äußerungen, die ich normalerweise mit Trauer identifiziere, um die auch anders zu interpretieren, weil ich gemerkt habe, dass irgendwie das Leben dann völlig absurd wird, wenn ich mich vorstellen kann, dass ich die Signale auch total anders interpretieren kann. Das ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, wenn zum Beispiel, gehe ich mal zurück zu Fliegenstall, dann gehe ich davon aus, obwohl ich da Menschen um mich herum denke, die ich mir ausdenke, dass das irgendwie Geistesfunken sind. Und wenn ich mich mit anderen Geistesfunken unterhalten kann, du schüttelst schon nein, also Es ist das, es ist alles, das, was sich immer einmischt, das ist das Problem mit dem Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Du hängst in einem logischen System fest, das dich von einer Sackgasse in die nächste führt. ich komme da Das nicht heißt, man raus. muss dir glauben, dass Geist, schon das Wort Geist, wieder ein Gedanke ist. Kann eine Information, setz mal Information, das Wort Gedanke, ganz abstrakt, egal ob du das sinnlich wahrnimmst oder ob du das nur feinstofflich denkst, das sind deine Informationen, sind Gedankenwände, das sind vergängliche Erscheinungen. Fühlen kann nur der Geist, der sich diese Informationen anschaut. Das heißt, den Geist, der Satz, wo ich immer wieder wiederhole, im Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Die Das Figuren verstehe im ich. Traum sind wie die Schatten auf der Leinwand. Kann ein Gedanke, den du dir denkst, Gefühle haben? Ein Gedanke, den du dir denkst, der wird so sein, wie du ihn dir denkst. Das heißt, wenn du dir jetzt einen Menschen denkst, der Zahnschmerzen hat, dann hat er Zahnschmerzen. Ob er will oder nicht. Wobei auf der anderen Seite dieser Gedanke als Ding an sich eben keine Gefühle haben kann, weil er bloß ein Schatten auf der Leinwand ist. Das Das ist deine verstehe. Interpretation und das Problem geht jetzt in dem Moment los, wo ich tausende Male wiederholt habe, sobald du dich mit den Gedanken von dir verwechselst, wenn du jetzt gezielt an den Körper von dem Matten denkst, dann materialisiert sich dieser Körper durch deinen Glauben. Okay? Und jetzt schauen wir uns das dann mal, machen wir einen Geometrie-Explorer auf. Wir haben zuerst einmal unser GL rot geschrieben im Wort Glaube. GL ist einmal das geistige Licht, wenn wir es rot schreiben, und das geistige Licht wird im blauen Zustand, wird es praktisch zu einer Welle. Okay? Und dann haben wir die Radix, und das gibt es jetzt einmal ein AUP. B, okay, mit weichem B, von Glaube. Das können wir jetzt, wenn du das nur eingibst, ohne groß zu schauen, kannst du setzen, der Schöpfer und seine aufgespannte Polarität. Okay? Jetzt hast du dieses AUB, ist die Beschwörungskunst. Das ist dein Glaube. Dein geistiges Licht mit seiner Beschwörungskunst erzeugt jetzt eine Grube. Das ist das Nächste. Grube ist praktisch jetzt das Wellental, das du aufschmeißt, indem du einen Wellenberg aus dir heraushebst, der ja verbunden ist mit dem Geist. Und das ist praktisch auch der Totengeist. Das ist jetzt der Geist der Toten, der eigentlich, das sind so viele Geister. Jetzt musst du aber wissen, dass diese Geister, es gibt nur einen Geist. Es gibt nur einen einzigen Geist. Und der Geist, ich sage immer wieder, der Geist, wenn du mit einem einzigen Denksystem, mit einer Logik arbeitet, reduziert er sich auf einen Geistesfunken. Es bleibt derselbe Geist, aber mit limitiertem Wissen. Mit einer limitierten Interpretation. Machen wir mal, wenn wir gerade dabei sind. Die Welt, die du dir ausdenkst, die wird so sein, wie du sie dir denkst, und die wird auch so funktionieren, wie du dir das denkst. Die Naturgesetze sind etwas von dir Erschaffenes in Maßsetzung deines Glaubens. Jetzt machen wir mal das W in dem Wort Welt als doppelt aufgespannt. Jetzt geben wir mal als Folgendes ein: 70 als E, L und TAF. Welt, ELT. Okay? Habe ich. Da gehst jetzt diese Radix, kommt sehr oft in der Tora vor, das können wir uns jetzt anschauen. Das beginnt bei Noah, das heißt, wird meistens übersetzt als Brandopfer. Siehst du denn das Brandopfer? Interessant, jetzt hast du schon 70, 30 für sich alleine heißt ja hochheben und heißt Joch. Das kannst du dich erinnern, ne? 70, 30 hochheben heißt Joch. Übrigens 70, 30 zusammengezählt gibt 100, das ist die Affinität. Jetzt sind wir wieder bei unserem doppelt aufgespannten. Und Brandopfer schreite ich dieses B, der polare Rand, den musst du opfern. Das sind deine Gedankenwelt.
Das ist B-Randopfer. Du merkst, es wird absolut stimmig, weil das wirklich eine Physik ist. Es funktioniert alles ganz anders. Du brauchst eine vollkommen neue Logik. Das ist Solo-Feeling. Vielleicht, was mich dann auch schwierig fand. Das mit den Gefühlen immer wieder. Das ist dieses ganze Mitfühlen. Es ist dieses Mitleiden, wo ich sage, das Sympathieren, Sympathie. Wenn jetzt zum Beispiel hier dein Sohn Schmerzen hat, dann kannst du dich embodisch da reinfühlen. Das ist eine Figur in deinem Traum. Ich sage dir, diese Erscheinung als Ding an sich in deinem Kopf hat keine Schmerzen. Das geht schon los, wenn ich sage, alles, was du Geist wahrnimmst, muss ich hier und jetzt als Information in deinem Kopf befinden. Und jetzt ist wichtig, dieser Kopf, den musst du rot schreiben, weil wenn du jetzt wieder an den Kopf von dem Matten denkst, der ist ja in dem Moment gar nicht da. Ja. Den müsstest du dir erst zuerst denken, dass das im Kopf vom Matten drin ist. Das ist dieses rote Bero-Shit. Das verstehe ich alles. Das ist der Kopf vom Geist. Und du brauchst, was jetzt, um da mal ein bisschen das zu entschärfen, das sind jetzt alles kleine Facetten, die ich tausendmal schon erzählt habe. Wenn wir uns jetzt hier mal in die Geschichten begeben, in die Belletristik, da haben wir Komödien, da haben wir Dramen, da haben wir Krimis. Liebesfilme. Das sind zuerst einmal Kategorien, das ist keine Qualitätszuweisung. Wenn du jetzt in deiner von dir ausgedachten Schöpfung irgendeinen da nicht haben willst, zum Beispiel Verbrecher und Mörder, dann würde im selben Moment würde die Kategorie Grimmis zerstört. Das heißt, wenn du eine Kleinigkeit herausnimmst, zerstörst du das heilige Ganze. Und du musst dir wirklich, es ist lehrreiche Unterhaltung für Geist, dass du dich in der Ewigkeit nicht zu Tode langweilst. Und es wird sehr, sehr spaßig in dem Moment, wo du zu verstehen anfängst, was du bist. Aber das ist es vielleicht, dass du sagst immer über die verschiedenen Sachen, die Komplexität, die ich in meiner Welt erleben kann, davon sagst du immer nur, es ist lehrreiche Unterhaltung. Und ich habe immer das Gefühl, man könnte doch unendlich viele Bücher über all diese Sachen in meiner Welt schreiben, aber das finde ich so schwierig, dass deine Analysen sich immer wieder darauf beziehen, den Symbolwert von den Sachen, die mir passieren und nicht irgendwie... Den siehst du aber erst auf der höheren Ebene. Ja, vielleicht ist das meine Ungeduld. Den Symbolwert eines Traums erkennst du, wenn du dich bewusst mit einem Traum als symbolische Bilder auseinandersetzt. In dem Moment, wo du träumst und du hast vergessen, dass du der träumende Geist bist und empfindest dich als eine Figur in deinem Traum, sind es keine symbolischen Bilder mehr, sondern dann empfindest du das als Realitäten. Und wenn ich dann zum Beispiel Bücher, wo ich mir vor Holofeeling mit beschäftigt habe, zum Beispiel das Denken von Martinus, wenn ich mich die jetzt vorstelle als Projektionen von dem Wissen, das sich jetzt in mir entfaltet, und das verknüpfe mit, was du gerade gesagt hast, muss ich dann eigentlich all die Anweisungen, die diese Schreiber geben, beiseite legen? Sichtweisen. Wenn die einseitig sind, sind das einseitige Sichtweisen. Ja. Du musst dich erheben auf das Polar. Denk an mein Beispiel mit, wir denken uns jetzt eine Erde aus. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Und ich sage immer, im Moment, wo du diese geistige Position einnimmst, bist du nicht mehr eine Figur auf dieser Erdkugel. Ja. Und in dem Moment, wo dich irgendjemand fragt, ist auf dieser Erde hell oder dunkel? Ja. Scheint dort die Sonne oder regnet es? Gibt es nur noch ein Jein? Das heißt, jetzt bist du in der Kegelwelt. Ja. Das heißt, du wirst merken, dass jede einseitige Antwort eine Entheiligung ist von dem geistigen Komplex, der eigentlich drüber steht. Das ist die einseitigen Sichtweisen. Das ist jetzt zum Beispiel mit Flüchtlingen. Das ist, du wirst feststellen, dass die ganzen Menschen in deinem Traum in Erscheinung treten, egal ob die real sind oder ob das jetzt nur Pixelmännchen sind, Pixelfiguren sind. Zeig mir ein aller einziges Video, der wirklich massiv darauf hinweist, dass da außen keine Erde ist. Dass es keine Vergangenheit gibt. Das ist auch die Reden vom ewigen Hier und Jetzt und so weiter. Ich erwähne das so oft. Es ist ganz massiv, was nicht in Frage gestellt wird, ist das raumzeitliche Denken. Ja, und jetzt mache ich nochmal, ich habe gerade hier das erste erzählt, pass auf, wir denken uns jetzt einen aus, der glaubt felsenfest, dass Jesus gekreuzigt wurde. Der wurde christlich erzogen mit dem Hintergrund des Neuen Testaments. Jetzt denken wir uns einen aus, der glaubt zwar an Jesus, dass es der höchste Heilige ist, aber für den wurde Jesus nicht gekreuzigt, der wurde muslimisch erzogen und denn sein Hintergrund ist der Koran. Und jetzt kommt schon wieder, mit Globalbewusstsein stellt sich die Frage. Das sind zwei Perspektiven, wo ein übergeordnetes, was vollkommen Neues entsteht. Ja. Oder wir denken uns jetzt welche aus, was das letzte Update, wo ich geschickt habe, hier mit dem 2-Stunden-Film vorneweg. Da wird so viel Feindbilder postuliert. Was hier hochinteressant ist, das sind welche, die glauben, 1969 waren die Amis auf dem Mond und es gibt welche, die glauben, dass die nicht auf dem Mond waren. Was aber beide Seiten nicht in Frage stellen, dass da oben ein Mond ist. Halt das zweite Gebot. Merkst du die Falle? Ja.
Darum ist es da, dass du das erkennst. Und wir reden hier nur von Fakten, von wirklichen Fakten. Und jetzt ist auch immer wieder mit der Lügenpresse. Das ist immer, der normale Ego neigt dazu, eine Einseitigkeit bevorzugen zu wollen. Jede Vorstellung von richtig setzt dein Gegenteil. Und erst mit dem Globalbewusstsein erhebst du dich und du siehst die beiden Seiten als richtig an. Mhm. Das sind diese einfachen Beispiele, die sich wirklich tausende Male in dir wiederholen müssen. Weißt du, Matten, wenn du dich jetzt hinsetzt als Matten, wir reden nochmal mit dem normalen Menschen, der sich aber selber beobachtet. Mhm. Du Geist beobachtest den Matten und der schaut jetzt irgendeine Fernsehsendung an, eine Diskussion, politisch, egal wie. Und dann wird diskutiert und dann wirst du feststellen, dass der Matten, ob er will oder nicht, und auch hier betone ich, es geht nicht darum, dass du an dem Matten was veränderst, den lassen wir unangetastet. Die Verwandlung besteht darin, dass du der Beobachter vom Matten bist. Mhm. Dass du feststellst, der wird bei einigen Aussagen von Leuten, wird da innerlich Beifall klatschen und bei anderen werden dann die Haare zu Berge stehen und sich denken als Matten, was sind das für Arschlöcher? Okay? Mhm. Und du als Beobachter siehst erst einmal die Diskussion. Von dir aus gesehen sind es Leute, um die die Perspektive an der Tasse streiten. Du hast, wenn du ich bist, hast du überhaupt nicht mehr das Gefühl, wenn irgendeiner was äußert, egal was der äußert, dass der nicht recht hat, weil du im Hintergrund den seinen Standpunkt erkennst. Ja. Seinen dogmatischen. Und du siehst jetzt, mit was für einer Seite der Matten sympathisiert, was du übrigens nicht abzustellen hast, weil du hast ja das Leben vom Matten zu leben, sondern die Verwandlung besteht darin, dass du immer mehr ich wirst. Mhm. Ja, wahrscheinlich ist das... Das Problem ist wahrscheinlich meine Ungeduld, weil intuitiv... Ja, das sowieso, das ist auch eine Sache, die du am Matten erkennen kannst. Das sind eben solche Sachen. Ja. Und das ist das Schöne, das jetzt wichtig ist. In dem Moment, wo du versuchst, den Matten zu verbessern, bist du schon wieder auf einer Ebene von Einseitigkeit, weil du mit dem Matten nicht einverstanden bist, wie er ist. Ja. Weil dann meinst du, dass am Matten schon wieder was verkehrt geht. So kommst du nicht in die Mitte. In die Mitte kommst du, wenn du auch mit deiner Rolle einverstanden bist. Das ist jetzt auch in der Jesus-Geschichte drin. Mhm. Dieses absolute Einverstandensein. Auch wenn ich als Jesus sage, muss ich den Krug nehmen, muss ich den Weg gehen. Mhm. Verstehst du? Das ist eine Selbstentscheidung, dann diese Versuchung, dann, wo ich in die Wüste gehe. Und auch vor allem ganz wichtig hier diese schöne Aussage von Petrus, da gehe ich genauer drauf ein, aufgefächert in der Holoarithmetik bei der Zahl 666, wo hier der Petrus, wo ich dann erkläre, Gott hat mir gesagt, ich muss das machen. Mhm. Das ist wie die Abraham-Geschichte. Und dann sagt Petrus, Meister, das werden wir nie zulassen. Und dann sage ich, weiche von mir, Satan, zu Petrus, du willst das, was die Welt will, diese Einseitigkeit und nicht das, was Gott will. Der wird sich dabei was gedacht haben. Mhm. Wenn du das einfach geschehen lässt, nehme dein Kreuz auf dich, verstehst du, dann kommt die Verwandlung und du wirst feststellen, das ist so unendlich zart, das tut überhaupt nicht weh. Umso mehr dir das bewusst wird, dass es ein Traum ist, ein Film, ein extrem unterhaltsamer, lehrreicher Film, der kann auch mal lustig sein, Phasen, wo du dich wohlfühlst, das ist alles mit reingepackt. Stimmt, ja. Wie mächtig Worte sind die Reaktion. Ich habe jetzt erst so ein Gespräch, pass auf, mach mal raumzeitliche Geschichte. Hier, ich bin spazieren, dann treffe ich alte Bekannte, die Karin, wenn dich erinnerst, die war im Fliegenstall. Hey, Hans hat einen schweren Unfall gehabt mit dem Motorrad und der ist jetzt schon seit Wochen, Monaten krank, schlimm mit der Schulter. Und dann kommt ihm diese Sache, das Telefon klingelt und dann hörst du nur die Worte, der Hans hat einen schweren Unfall. Es sind nur einige wenige Worte, das stürzt dich aufgrund deiner Interpretation in ein emotionales Chaos ohne Ende. Aber das sind doch nicht die Worte, die Geräusche als Ding an sich sind nichts. Es ist diese zwanghafte Reaktion deines Egos, das Vorstellungen in dir aufbaut, Zukunft ausrechnet, was mache ich, wenn der nicht mehr ist und so weiter und so fort. Dann strudelt hier ein unendliches Bollwerk an Informationen in dir hoch, das Interpretationen sind dieses Programms, das du zu durchschauen hast. Und davon musst du dich zuerst einmal vollkommen lösen von dem Wahn zu glauben, du bist bloß der Matten und alles andere bist du nicht. Weil dann bist du nicht so eine Logik. Und ich sage, es geht eigentlich nur um diese totale Präsenz, sich jeden Moment so bewusst zu machen, was ist jetzt an Information da. Und die Information unterliegt einem ständigen Wechsel. Du kannst es nicht aufhalten. Ja, das habe ich schon an und da, muss ich sagen. Konstant ist, das ist die Wirklichkeit. Und jetzt kommen wir zu den Philosophen, wo du dich beschäftigt hast. Denn ich bin, du heißt es, dass diese Philosophen alle ganz gigantische Gedankenmoden geknüpft haben, ganz tolle Gedankengänge gegangen sind. Du kannst jedem dieser Gedankengänge nachgehen und wenn du kein vorab gestimmte Meinung hast, wirst du feststellen, die sind alle logisch, die Gedanken. Mhm. Aber sie stehen immer im Widerspruch. Einseitig, ja. Das ist so. Ja.
Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Es sind Einseitigkeiten. Selbst wenn Philosophien von Vollkommenheiten reden, wäre der letzte Schritt nicht gegangen. Wo ich immer anspreche, der Zen-Buddhismus, da geht es ja um das Beobachten. Beobachten. Und dann überall ist jetzt langsam diese Trennung von Geist und Materie. Ich sage einfach von dem, was immer ist und das, was sich ständig verändert. Okay. Jetzt muss eine Synthese da sein. In Asien führt es zu dem Non-Dualismus. Aber diese Synthese ist ja auch wieder was Ausgedachtes. Du hast das letzte Gespräch, wo ich das nochmal mit dem Denker und den Ausgedachten, ja, wo der Denker sich mit einigen Gedanken von sich verwechselt. Denker und Ausgedachtes als These, Antithese haben eine Synthese, das nennen wir Bewusstsein. Das Bewusstsein ist auf einer anderen Ebene. Und auf einer anderen Ebene, sobald du dir eins denkst, muss ein zweites da sein. Und das Bewusstsein, das sich jetzt an Denker denkt, der sich was ausdenkt, dieses Bewusstsein verwechselt sich mit einem Denker, mit einem Intellekt, obwohl es sich ja auch viele andere Denker ausdenkt. Und darum gibt es ein Überbewusstsein, das das heilt. Das Unterbewusstsein und das Überbewusstsein. Und die verschmelzen jetzt zu Geist. Jetzt kommst du erst zu dem roten Ich Bin. Dieses Ich Bin ist die Lampe im Projektor. Die flackert nicht mehr. Die ist einfach die Quelle für alles. Das ist diese Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Aber sobald wir uns eine Energie ausdenken, muss nochmal eins drüber sein. Das ist das Ich-OB. Ja. Ja, ab und zu erahne ich das. Jetzt Vorstellungen und es ist ja schon alles so. Und eben, das wird dir jetzt immer mehr bewusst werden und du wirst immer mehr gelassener werden. Du wirst mehr im Jetzt sein. Du wirst merken, was sich immer mehr in dir auflöst, wenn du den Weg gehst, sind irgendwelche hochgerechneten Sachen an Zukunft. Altersversorgung, all das ganze Zeug. Es ist ein sorge dich nicht um morgen. Es gibt nur jetzt. Das ist, wenn man das verstanden hat. Und es geht nicht darum, dass du jetzt diese Gedanken jemanden ausredest, weil dann bist du ja mit dem Charakter nicht einverstanden. Das ist immer mit der Identifikation, sondern du wirst die Sinnlosigkeit erkennen. Und sobald du als Geist die Sinnlosigkeit von Zukunftsängsten zum Beispiel erkennst, dann lösen sie sich auf. Die Erkenntnis der Sinnlosigkeit, dass das die eigentliche Quelle ist. Du hast wirklich nur einen einzigen Feind, das ist dieses Ego, das dir ständig irgendwelche Ängste einredet oder Wünsche einredet. Die überhaupt nicht da wären, diese jetzt in der materiellen Welt, diese ganze Konsumsucht von Leuten, diese Selbstentmündigung, die sind alle so unendlich gescheit, wenn sie esoterische Sachen nachplappern. Du solltest diesbezüglich vielleicht in dem zweiten Selbstgespräch, also Ich Bin Du Quadrat, lernen 1, lernen 2, lernen 3. Ganz gefährlich ist die Lernenstufe 2, weil die jetzt irgendwann einmal deine logischen Funktionen logisch erscheinen, das ist Lernen 2, was aber in keinster Weise, es bläht nur dein Ego auf. Und wenn du wirklich einmal die Gedanken machst, wo ich immer wieder sage, stell dir vor, wenn jetzt irgendwelche Glaubenssätze sind, angenommen, da kommt jetzt ein Hörspiel im Radio, es ist ein Hörspiel und jetzt wird dir irgendwas erzählt. Gehst du mit dem, was diese Worte, die du jetzt aus dem Radio hörst, wenn er in dir zu Informationen in deinem Kopf kino ganz anders um, wenn du Worte hörst und du meinst, es sind die Nachrichten. Ja, stimmt. Das ist diese Sache, was ist eine Illusion, dieser kleine Absatz, den ich so. Das weißt du, du hörst es, du liest es, es leuchtet dir komplett ein und ich sage immer, du drehst dich rum und dann ist es schon wieder vergessen. Es geht auf und ab, merke ich. Du musst es immer und immer wieder wiederholen, das muss dir bewusst werden und vor allem, was ein Riesenhilfsmittel ist, wenn ich immer wieder darauf hinweise, das, was ich dir mit Holofeeling lehre, baut nur auf wirklichen Fakten, die du vor Gott beschwören kannst, sage ich immer wieder, wenn du als Zeuge geladen bist. Und du musst dich immer wieder fragen, egal die Sachen, die der Matten als richtig hundertprozentig sicher bewiesen anzieht, was würde passieren, wenn er jetzt hier vor Gott, vor dem Richter stehen würde und er müsste das bezeugen? Könnte das bezeugen oder könnte das nur vom Hören sagen? Jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja, ja. Wurde jetzt Jesus gekreuzigt oder nicht? Ja, man hat mir erzählt, ich habe gehört, ich habe gelesen. Und da sage ich dir, egal welches Buch du mir gibst, ich gebe dir ein Buch, wo das Gegenteil behauptet wird oder was ganz was anderes, warum bist du so wahnsinnig sicher, dass das, was in dem Buch steht, das du als erstes gelesen hast, richtig ist, wie das, was in den anderen Büchern drin steht? Und ich sage dir jetzt, es stimmt alles. Es sind diese Komplexe sind Perspektiven in einer höheren Form wie die Perspektiven der Tasse plus komplexer. Jedes Glaubenssystem, das im Widerspruch zu einem anderen Glaubenssystem steht, ist unvollkommen. Jetzt symbolisiere mir dich, Geist, als einen Computer. Und jetzt wird es interessant. Das erste Glaubensprogramm, das ich dir eingebe, mir sag mal, ich gebe dir das Betriebssystem Basic. Zum absoluten Vergleichsmaßstab für alles, was jetzt neu in dir auftaucht. Sobald ich Windows-Daten in dir auftauchen lasse, wirst du mit dieser ersten Logik sagen, das ist verkehrt und das ist falsch.
erst wenn du dieses Beispiel verstanden hast, wirst du loslassen von den Dogmen, die dir das Ego einredet. Ja. Dass du sagst, warum bin ich mir so sicher, dass es so ist? Könnte ich es beschwören? Und dann glitscht dir dein ganzer Glaube zwischen den Fingern weg. Ja. Und du wirst immer mehr erkennen, dass du unterscheiden musst, was jetzt de facto wirklich da ist und was nur logische Konstrukte sind mit dieser Logik, die du zum Denken benutzt. Und du wirst wirklich merken, 99% der Vorstellungen, die du in dir aufbaust, die dir vollkommen logisch erscheinen, die wären nicht, wenn du andere Logik benutzen würdest zum Denken. Und da muss man noch gar nichts verändern. Es geht nur um Verstehen. Verstehen, ja. Das ist die Selbsterkenntnis. Was du jetzt erfährst als Geist, als Geistesfunk mit deiner Logik, was ich auftauchen lasse, überragt wirklich alles, was in der von dir bisher ausgedachten Philosophie in Erscheinung getreten ist, weil es eine Synthese ist. Das stimmt. Und dann wirst du jetzt feststellen, dass, wenn man richtig liest, dass doch schon in den Philosophen unbekannterweise, ich sage jetzt gerade, was man die Mystiker nennt, dass die darauf hinweisen, genau auf das, was ich dir jetzt, Meister Eckhart, wenn du wirklich lesen wirst, das sind immer, die wurden alle verbrannt oder verketzert. Mhm. Dann zwar als große Mystik, aber für voll nimmt es dann doch keiner, wenn Eckhart behauptet, dass also hier er gleich ist mit Gott. Das ist Blasphemie. Seine Selbsterkenntnis, die Welt, die du dir ausdenkst, nochmal, das ist ein Brandopfer, B-Brandopfer. Du musst jeden Moment, denk an die Gnade, jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Mhm. Es gibt für einen Gedanken kein Vorher und Nachher. Aber du hast jetzt die Möglichkeit bekommen, einen jetzt gedachten Gedanken illusorisch um dich herum in Raum und Zeit zu verstreuen. Ja. Und so bist du zum Gott für die Welt, die du dir ausdenkst, die auch so funktioniert, wie du sie dir denkst. Mhm. Aber da außen ist nichts. Mach dir kein Bild von irgendwas da außen. Es kommt immer aus dir. Wenn dich jetzt irgendein Thema interessiert als Matten, jetzt früher hast du dir Bibliothek oder Buchhandlung materialisiert durch ständigen Wechsel, jetzt geht man ins Internet rein und du musst wissen, du holst durch dein Interesse, holst du irgendein Themen, ein Wissensgebiet, das sich in dir befindet und stellst es vor dich hin. Du holst es aus dir heraus und zerteilst es dann und mal beschäftigst dich damit. Es ist schon in dir drin, bevor du das erste Mal aus dir herausgeholt hast, weil alles in dir drin ist, weil ich. Und das, die Angst, die du dann kriegst, das macht dich allein. Aber das ist es. Du bist es alleine. Ja. Gott und es will er nicht mehr sein, darum fängt er an zu denken und durch sein Denken teilt er sich seine Divisionen und erzeugt in sich selber eine Vielheit, die aber nicht getrennt von ihm existieren kann und wo auch genau genommen, denk an die Wellen, das immer heilig bleibt. Ein, was ich immer wieder sage, diese Teilung, die Geschichte mit dem Buch, wenn ich dir jetzt das Buch hinhalte, Martin, dann hast du jetzt einmal das Buch und du hast einen Hintergrund, das ist dir gar nicht bewusst. Wenn wir jetzt diese, ich sage mal, das Objekt, das du anschaust und den Hintergrund als These und Antithese nehmen und wir machen den Hintergrund weg, muss ich trotzdem zwei lassen? Jetzt den zwei nimmst? Okay, Ja. Du kannst nichts sehen. Das heißt, du musst dich jetzt auf eine Seite konzentrieren und dann bleibt aber die andere im Hintergrund. Verstehst du? Und ja, dann ja, hast ja, du die Zahlen und das ist das Prinzip des reinen Fokussierens, des Konzentrierens. Darum ist auch Materie hochkonzentrierter Geist. Ja. Udo, ich muss mich leider verabschieden. Alles klar. Ich habe es aufgenommen. Ich hoffe, ich kann dir etwas helfen. Ja, danke schön. Tschüss.